Hi Leute, Bethesda hat ja für dieses Jahr schon einiges an Updates und Veränderungen angekündigt. Unter anderem, wahrscheinlich die bis jetzt größte angekündigte Veränderung, ist eine Änderung des PvPs in Fallout 76. Als das bekannt gegeben wurde, läuteten bei vielen Spielern erstmal ordentlich die Alarmglocken. Denn das Spiel hat mittlerweile seine eigentlich großteils sehr freundliche und kooperative Spielerbasis gefunden und diese hat nun befürchtet, dass durch Änderungen im PvP-Modus das Spielerlebnis sehr viel kompetitiver und aggressiver werden könnte. Bethesda hat nun in einer Stellungnahme dazu diese Sorgen allerdings sehr schnell zerstreut. Bei dem PvP-Modus handelt es sich nämlich weder, wie angenommen wurde, um eine Veränderung des bestehenden PvP-Systems, noch um eine Art Aggressionsmodus, der im Kontrast zum Pazifismus-Modus dafür sorgt, dass man als PvP-Kämpfer gekennzeichnet wäre oder ähnliches. Es handelt sich dabei um einen vollkommen separaten Modus, der vom Startmenü aus auswählbar sein wird. Und der wird in keinster Weise mit dem Hauptspiel in irgendeiner Form interagieren, soweit man weiß. Wie der Modus jetzt allerdings ganz genau aussehen wird, dazu weiß man noch gar nichts. Aber ich persönlich, als jemand, der keinen Wert auf PvP legt, bin ehrlich gesagt sehr beruhigt, dass der nichts mit dem eigentlichen Spiel, also was für mich irgendwie immer noch ein Singleplayer-Spiel ist, auch wenn es andere Menschen gibt, aber trotzdem nichts mit dem, ich nenne es mal, Singleplayer-Spiel zu tun hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass PvP-Enthusiasten sehr enttäuscht sein werden, dass sie im eigentlichen Spiel weiterhin nur sehr stark eingeschränkt Duelle mit anderen Spielern austragen können. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Wie gefällt euch die Idee von Bethesda, einen PvP-Modus komplett separat vom Hauptmodus im Spielmenü anzubieten? Und werdet ihr mal reinschauen? Oder findet ihr das alles irgendwie doof und sagt, nö, ich laufe lieber alleine oder mit Freunden durchs Ödland und wir machen Koop? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Ciao. Macht's gut.